Heute wollen wir uns als erstes das neue Living Settlements angucken. Ich bin hier auf dem Beta-Server auf meiner ganz ursprünglichen Purge-Test-Base, ganz von am Anfang. Die ist natürlich nicht optimal ausgelegt gewesen dafür, dass hier die NPCs rumlaufen, muss man sagen. Ich habe mal angefangen, so ein bisschen umzubauen. Und wir gehen da jetzt mal rein. Also unsere normalen Kämpfer, Tänzer, Träger bleiben alle an ihrer Position. Da ändert sich nichts. Und hier waren halt Verteidigungsanlagen, die habe ich schon mal abgerissen. Und dann hatte sich hier jemand hinter der Tür gefangen. Deswegen habe ich das da geändert, dass man da durchgehen kann. Also Laufwege ist auf jeden Fall mal ganz wichtig. Wenn ihr startet, dann werden alle eure NPCs in der Werkbank liegen, sozusagen als Item. Und ihr müsst sie dann ein erstes Mal, wie auch schon vorher mit den normalen Kämpfern und so, müsst ihr sie auf den Boden stellen. Danach könnt ihr sie im Übrigen nicht mehr aufnehmen. Danach müsst ihr sie genau behandeln wie die Kämpfer-Thralls. Und dann erst können sie sich hier bewegen und ich zeige euch das kurz in einem Ausschnitt. Also sie waren dann praktisch doppelt vorhanden sozusagen. Sie waren noch mal als Schemen da, obwohl ich sie aus der Werkbank rausgenommen hatte. Und nach einem Neustart war das dann aber korrigiert. Ja. Und genau. Also ich habe hier schon alles Mögliche abgerissen, auch damit die Wege, die Laufwege frei sind. Hier wird jetzt aktuell fleißig gearbeitet. Also, die haben jetzt alle keinen Arbeitsauftrag von mir bekommen, sind aber trotzdem dann an diese Positionen gegangen und arbeiten. Wobei, da stand vorher jemand anders. Wer bist du? Wer bist du? Wir sehen mal hier, aha, Lisa Rindenhaut, okay, die möchte offensichtlich ins Holzhandwerk einsteigen. Und jeder dieser NPCs, dieser Handwerker-NPCs, wird mit einer Rüstung in Anführungsstrichen geliefert. Also so kommen die. Ich habe da jetzt nichts geändert. Ihr könnt sie aber komplett einkleiden. Sie bringen alle schon eine Waffe mit. Sie können leveln offensichtlich. Und sie haben hier unten auch dieses ganz normale Verhaltensmenü, wie wir es bereits von unseren Kämpfer-Thralls kennen. So, das Besondere ist jetzt, wenn ich zum Beispiel, ich glaube, hier geht das hier an dieser Werkbank, wenn ich jetzt mehrere habe, die diese Werkbank bedienen können, dann kann ich hier auswählen, wer denn eigentlich hier zugewiesen werden soll. Ja? Und das natürlich am besten, indem ihr hier guckt, was macht dieser NPC denn, was bringt der für spezielle Perks für diese Werkbank mit? Dementsprechend könnt ihr hier auswählen, wer hier zugewiesen sein soll. Und wenn wir hier jetzt draufklicken, dann sehen wir sogar im Detail, was an Perks diese Person mitbringt. Wir gehen mal nach oben. Ich habe jetzt oben, da war ursprünglich mal die Schatzkammer, da habe ich jetzt schon mal so ein bisschen auch umgebaut. Und wir haben hier jetzt so eine Art Schlafwohnzimmer für die, genau. Und ihr seht hier, sie geht gerade vom Mittagessen, er isst noch, wieder zurück an die Arbeit. Da oben hat sich jemand gefangen. Also das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Wo willst denn du eigentlich hin da? Ja, also freie Laufwege ist ganz, ganz wichtig. Wir stellen dich einfach mal dahin, dann kannst du irgendwo hingehen. Wieso kommst denn du da nicht hoch? Eine kurze Anmerkung. Ihr könnt zwar Emotes auswählen für die Handwerker, aber diese werden sofort von deren eigenen Skript überschrieben. Die NPCs können Türe und Tore benutzen, aber keine Aufzüge. Die Handwerker-NPCs brauchen keine Nahrung, aber ihr könnt sie mit Heilverbänden und Tränken auch ausstatten. Was mir aufgefallen ist bei einigen Stationen, zum Beispiel hier beim Herd, ich habe Mara, die, ich weiß nicht wie, Köchin, und ich habe Gordon. Hier habe ich immer nur einen zur Auswahl. Das stimmt nicht. Ich habe zwei Köche. Und ich kann euch nicht genau sagen, warum das hier nicht funktioniert, aber das war bei der einen oder anderen Werkstation tatsächlich auch so, dass eigentlich dort hätten mehrere sein müssen. Hier ist, glaube ich, ihr.
Hier habe ich jetzt lustigerweise Gordon. Vorher hat er mir hier nur Mara angezeigt und Damrock, den Experimentator, also den Alchemisten. Das passt schon soweit. Und es gibt aber einige Werkbänke, wo das nicht so richtig funktioniert. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe da drüben mal die Taverne gebaut. Der erste NPC, den ich auf den Boden gesetzt habe, da hatte ich hier noch keine Betten und so weiter. Da ist der darüber marschiert, den ganzen Weg hier rüber. Und schau, da kommt einer, genau. Und da hat sich auch wieder jemand aufgehängt. Und jetzt frage ich mich, warum läuft der geradewegs darüber und geht arbeiten? Das ist einer von meinen, ne? Ja, das ist einer von meinen. Und warum hängt sie sich da auf? Wer ist das? Das ist Mara. Die war außerhalb der Range der Werkbank. Deswegen wurde mir die nicht angezeigt. Aber jetzt geht sie schon wieder dahin. Aber gleichzeitig. Zu weit weg. Ja, Scherz. Nein, 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 nein. Nein. Ah, jetzt klappt's. Also das mit der Wegfindung ist ein bisschen tricky. Die kann durch das Kamel mehr oder weniger durchgehen. Das funktioniert. Aber ich habe das jetzt schon zweimal beobachtet, dass die sich dann dahinter aufgehängt haben. Ich weiß nicht, ob der andere, ist das auch einer von meinen? Ja, ist auch einer von meinen. Ob der andere, der sich eben offensichtlich hier war und zurückgegangen ist, dass der sich da nicht aufgehängt hatte oder ob die sich dann irgendwann woanders hinbeamen. Das kann natürlich sein. So, ich vermute aber, dass wenn Mara wieder zurückmarschiert ist, also wenn die mit ihrer Pause fertig ist, ich glaube, das ist sie, ne? Nee, denn es ist jemand, den ich rekrutieren kann. Ich denke, dass wenn sie mit ihrer Pause fertig ist, dass ich sie dann auch wieder auswählen kann. Das ist interessant zu wissen, ja, weil vorher habe ich das ja schon mal ein bisschen angeguckt und dann habe ich immer gedacht, warum habe ich jetzt nur Mara angezeigt bekommen und eben hatte ich als Köchin ja nur die Gordon angezeigt bekommen da hinten. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Es bedeutet für mich definitiv, dass ich natürlich nicht nur diese Testbase hier umbauen muss für meine neuen sich bewegenden, lebenden NPCs, sondern dass ich das auch in meinen anderen Bases tun muss, weil es sonst nicht funktioniert. Auf jeden Fall ein, wie ich finde, ganz, ganz tolles Feature, das sie hier eingebaut haben. Ja, und man muss eben einfach mal gucken, an welchen Punkten die sich aufhängen und stecken bleiben. Ach, guck, sie ist weggegangen. Also die wollte wohl nur ein bisschen die frische Luft genießen. Und hier liegt jetzt auch jemand und schläft. Sehr gut. Also das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Die Frage, warum mir nur der eine und nur der andere mal angezeigt wird, haben wir auch klären können. Und als letztes, wenn ihr auf einem Server spielt, dann könnt ihr als Admin das Cap für die Anzahl der NPCs verändern in den Einstellungen. Für Singleplayer ist das aber nicht relevant. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.